Hallo YouTube, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man das Lenkkopflager an einer Tracer 700 oder MT-07 wechselt. Ich werde dafür Kegelrollenlager von Koyo benutzen. And then so. So, sind noch Hülsen zwischen, die dürfen auch nicht verloren gehen. So, gucken wir mal zur Seite hier, dann ist das schon mal frei. Hier ab, Temperaturfühler und dann müssten wir ab Netz haben. So. Da besser dran. Jetzt habe ich hier einen Inbus, der ein bisschen gekürzt ist. Da hat man dann ein bisschen mehr Luft. So.
Das brauche ich, glaube ich, gar nicht ganz. Kann man das nämlich lösen? Dann sind wir schon an der Längsschaftmutter. So, jetzt muss ich mal eben kurz gucken, ob ich das am besten. So. Diese Längsschaftmutter, die hat hier eine Krone. Und man kann dafür einen Hakenschlüssel benutzen. Und man könnte den auch dann über eine Knarre hier anziehen. Also das geht, der packt auch. Das wäre eine günstige Alternative. Ich habe aber hier noch ein richtiges Werkzeug. Das kommt hier drauf. Und dann kann man das vernünftiger machen. Und man hat beide Optionen. Das kann man hier im Internet kaufen. Das kostet, glaube ich, so 30 Euro. Das ist für eine 1,5 Zoll Knarre und das ist hier für eine 3/8 Zoll. Sowas gibt es auch und das ist eine Größe oder die Größe, die hier passt, das ist von 45 bis 52 mm ist das, glaube ich, die Angabe. Also den könnte man auch so benutzen. Das ist bei dem Motorrad relativ simpel, weil es hier keine Kontermuttern gibt. Das ist einfach nur diese eine einzige Mutter hier. Mit dieser Krone. So, dann kann man schon direkt an das Lager kommen. Das ist hier noch so eine Staubhülse. Da ist noch so eine Gummilippe drin. So, dann kann man schon unten. Das ist hier noch der innere Ring, der innere Lagerring. So. Kann man jetzt die untere Gabelbrücke rausnehmen. Dann hat man das schon. So. Hallo. So, so sieht das Ganze aus. Ja, und da drin sind Nuten, wo man dann die Lagerbuchsen rausschlagen kann. Jetzt kann ich mal das überhaupt sehen kann hier. Da sind Nuten. Boah, ey. Ist aber schlecht hier. Muss ich mal kurz gucken, ob ich das manuell fokussieren. Ah, da ist die Nut, da kann man eine sehen. Fokus. Komm, Fokus hier. Da ist so eine Nut, da kann man reinschlagen. Da kann man auch die Lagerbuchse erkennen. Boah. So. Von unten aus. Jetzt können wir das sauber machen. Das alte Fett entfernen. So. Das Problem, was hier ist, hier sind keine Nuten, wo man da anschlagen kann. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Also wir haben hier sind keine Nuten. Das ist sehr knapp hier. Da muss ich mal gucken, wo ich das erwischen kann mit einem Austreiber. So, ich habe das jetzt hier alles
abgeklebt und abgedeckt. Jetzt hier so eine Buchse, kommt hier drauf, wird hier reingeschweißt. Fällt so lang. Wenn du da weiterschlägst, wird's krumm. Macht doch nichts. Das ist doch krumm, wenn du das. Das würde ich jetzt noch nicht sauber machen mit Schimmel, zweifache Ausschleifen. Ja, ja. Das war gut, oder? Ja, perfekt. Ja, ist doch nichts passiert, ne? Nichts passiert. Awesome. Sugi. Das ist das Lager. Das ist übrigens auch ein Koyo-Lager. Relativ klein. Und die paar Punkte, die haben schon gereicht. Das auf einer Seite rauszutreiben. War eine Lücke da, konnte man direkt schon austreiben. Ja, gar nichts. Da kommt was. Ja. Hallo. Kannst du raus? Ja. Das ist die untere. Koyo. Koyo.
Kai, du hast mich angerufen. Untere ist sauber. Muss mal richtige Größe suchen. Dann kann man das so mit einhämmern. Klappt, ist drin und da ist sogar eine Kante jetzt drin. Die neuen Lager haben eine Kante. Die sind etwas breiter. Ja, ja. So. So, der Vorteil bei den Kegelrollenlagern ist, dass die sogar eine Kante haben hier. Da muss man nicht mehr mit dem Schweißgerät ran. Das sieht sehr gut aus. Da. Wir haben eine schöne Kante. Kann man gut rausschlagen. Hier ist noch die Karre gelaufen, ne? Lauf, bist du mit dem Auto? Ja. Ja, das ist so ein Kegelrollenlager. Gojo. So, dann können wir hier von dem Lenkschaft das Lager runternehmen, das Kugellager. Und dann haben wir jetzt hier noch so eine kleine Gummimanschette, die muss auch runter. Und dann kann man sehen, dass wir hier die untere Lagerbuchse haben. Und ich würde nicht empfehlen, hier mit dem Meißel zwischenzugehen, weil das sehr, sehr, sehr große Macken an dem Aluminium hier macht. Also ich würde nicht, so wie das im Handbuch steht, hier mit dem Meißel zwischengehen, sondern ich würde versuchen, mit einer Flex
hier reinzuschneiden und dann mit einem Meißel diesen Ring aufzusprengen. Das könnte weniger Schaden verursachen oder mehr, je nachdem, wie man arbeitet. Ich versuche das auf jeden Fall so zu machen, dass ich hier nichts beschädige. Ich werde das hier noch abkleben und dann werde ich das mit dem Dremel, werde ich die Lagerbuchse öffnen. Kommt sehr viel. Schönes Ding. Ohne Schaden ab. Zum Eintreiben des Lagers brauchen wir jetzt ein Rohr, was hier drauf passt und nicht den äußeren Käfig berührt. Staubschutzkappe nicht vergessen. Thank you.
Jetzt kann das Lager mit Lithium-Seifenfett richtig eingefettet werden. Lager oben und unten noch ein bisschen fetten und dann können wir es wieder zusammensetzen. So. Die brauchen wir nicht. Wir haben die hier. So, einmal kurz fest anziehen. Ja, die Drehmomentwerte, die im Handbuch angegeben sind, die können wir jetzt für das Kegelrollenlager nicht mehr benutzen. Warum nicht? Weil das ja für das Kugellager ist und das Kegelrollenlager ist definitiv anders. Ich glaube, du kannst die gleichen Drehmomente nehmen. Ja, meinst du? Einstellen musst du das sowieso, wenn alles eingebaut ist. Ja, ja, klar, natürlich. Das muss ich jetzt machen. Das hätte ich gar nicht abnehmen brauchen. So. Ups. Wo war der Haken? Hier ist ein Haken. Da wird das reingehakt. So. Die Schraube hier durch. Hier kommt die Hülse. Dann wird das unten reingeschraubt. Das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Mache ich Bock nochmal dran. Hülse und Schraube. So. So, das hier reingeklippt. Unsere Werbebrücke kommt provisorisch drauf. Frage, ist mal auf dem Ölstand. So.
bis zum Ende der Kappe einsetzen. Hier wieder bis zum Ende der Kappe und 24. Ja, ich muss ja gleich nochmal die Mutter, die muss ja noch eingestellt werden. Dafür muss ich das. Das fühlt sich schon gut an. Fertig. Hier gibt es einen kleinen Körnerpunkt auf dem Lenker und der muss, ich meine, hier bündig abschließen. So, jetzt können wir nachgucken wegen der Lenkung. In der Lenkung ist das so, bei den Kegelrollenlager, der Lenker, der sollte mit ein bisschen Widerstand kippen. Also der sollte eigentlich nicht ganz von selbst fallen, sondern nur so kippen. Mit ein bisschen Widerstand, also nicht komplett selbst einlenken. Und ich würde sagen, das ist eigentlich schon fast in Ordnung so. Also ich würde das die Mutter jetzt nur noch ein bisschen anziehen und dann wäre das so in Ordnung. Das ist eigentlich schon in Ordnung so. Der Lenker, der sollte nicht ganz, von ganz selber einschlagen, da sollte ein leichter Widerstand sein. Ich würde das eigentlich schon fast so lassen. Das läuft schön leicht. Hast du das im Moment gemacht? Ja, ich habe das jetzt nach Gefühl gemacht. Also einmal festgezogen? Ja, ich habe einmal richtig festgezogen und gelöst. Tacken.
So würde ich das auf jeden Fall lassen, nicht fester machen. So würde ich das machen. Man darf auf jeden Fall nicht nach den Newtonmeter gehen, die in der Anleitung angegeben sind für das Kugellager. Da würde man das Kegelrollenlager viel zu fest mit anziehen. Die Klemmschraube hier, die kriegt 35 Newtonmeter. So. Ja, perfekt. So ein bisschen weiter links oder achso, so willst du das machen. So, jetzt ist alles wieder zusammen. Lenkkopflager ist eingestellt. Macht einen guten Eindruck. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat zu der MT-07-Tracer 700.